Das wird vielleicht lecksüchtig geworden. Echt? Damit habe ich nicht so ganz die Erfahrung. Kommt aber, glaube ich, alles noch. Ich spiele ja eigentlich alles so quasi querbeet. Ich glaube, es gibt fast nichts, was ich nicht zocke. Na gut, FIFA oder sowas, das würde ich jetzt weniger zocken. Also, ich habe ich zwar auch, besitze ich auch, Gottes Willen. Genauso wie ich auch Battlefield und sowas besitze, aber das sind jetzt nicht so Spiele, die ich jetzt gerne spiele. Also mein Herz hängt wirklich so an Rollenspielen, Puppenbulls. Ja. Alles, was eine gute Story hat. Eigentlich. Oder Retro-Sachen. Auch wenn ich in Retro-Jump'n'Runs oder sowas echt grottig bin. Oh, Hallöchen. Es ist noch nicht zu spät, sich zu erheben. Hallöchen. Wirbel. Hallo. Also hier merkt man auf jeden Fall, dass der Schwierigkeitsgrad minimal angehoben wurde. So. Der Hauptstory. Also langweilig sind die Kämpfe nicht mehr. Ich hasse Schildträger. Brenn. Nein, 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 nein. Komm schon. Ja, ich schneller auf. Du bist eingefroren, das ist super. Du wirst es nie lernen. Verdammt. Sogar Cyberpunk angefangen und habe es nicht mehr durch und habe die Welt. Ja, Cyberpunk habe ich auch angefangen. Tatsächlich. Aber bin ich auch noch lange nicht durch. Da habe ich privat irgendwann angefangen, kurz nach Release. Aber auch nicht mehr weitergemacht. Genauso wie Assassin's Creed Valhalla. Da habe ich auch noch umblättern. Frogger besitzt sich immer noch nicht, Daddel. Besitzt leider kein Frogger. Aber ich kann es ja mit auf die Liste der Spiele setzen, die ich irgendwann mal spiele. Eventuell. Wenn ich das Spiel irgendwo finde, irgendwo kriege und so weiter. Wenn das für dich okay ist. Und damit die Fragerei ein Ende hat. Dafür, dass es so gehypt wurde am Anfang, finde ich Cyberpunk echt schlecht. Gameplay fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Die Story war anfangs nicht ganz so. Ich habe zumindest relativ schnell den Faden verloren. Ich weiß nicht, ob. Vielleicht habe ich auch einfach nicht intensiv genug gespielt, aber irgendwie hat mich da tatsächlich die Story auch nicht so wirklich abgehoben. Ansonsten, weltgrafisch und so weiter fand ich das auch toll. Ich hatte auch nicht die ganzen Bugs, die irgendwo angekündigt wurden oder gemeldet wurden. Die hatte ich alle nicht, wo ich mich noch gefreut hatte. Aber ich bin irgendwann nicht mehr so ganz warm mit dieser Story geworden. Aber irgendwann werde ich das bestimmt nochmal spielen. Wenn das jetzt wieder so ein Spinnenviech war, dann schrei ich. Verschwindet. Ich will keine Spinnen heute mehr sehen. Ich bin froh, wenn. Ich bin doch hier wieder in dem Spinnengebiet, oder? Ah.
Ja, man hätte auf jeden Fall mehr rausholen können aus dem Spiel. Halt. Aber ich bin, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass ich es großartig beurteilen kann. Ich werde das irgendwann, wie gesagt, echt nochmal spielen müssen. Allein schon des Preises wegen. Weil es jetzt nicht gerade günstig war. Dass man das eventuell bei der ganzen Sache. Ich kann ja nichts versprechen, was ich hinterher vielleicht nicht halten kann. Weißt du? Weil nicht, dass ich sage, ja, ich spiele das so 100% und dann kriege ich es nicht, kann ich das spielen, Rechner macht eben mit, keine Ahnung. Und dann ist man enttäuscht, wenn es nicht klappt. Deswegen sage ich immer lieber eventuell, ich packe es mit auf die Liste der Spiele, die ich mir merken werde. Und ja. Nur halt nicht dauerhaft fragen. Das ist nicht ganz so schön. Der Wille ist auf jeden Fall da. Ich bin mal auf Elfenring gespannt, aber das haben sie ja inoffiziell schon wieder um ein Jahr verschoben. Der Wind Gott, das sagt mir auch überhaupt nichts. Was ist das denn für ein Spiel? Das ist so die häufigste Frage, die, glaube ich, heute stellen werde. Was sind das für Spiele? Wobei ich zurzeit überhaupt nicht weiß, was rauskommen soll, was es überhaupt für Spiele in Zukunft gibt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Ratchet & Clank irgendwann rauskommt. Der neue Teil. Den will ich mir holen. Ich glaube dann das neue Tales und Life is Strange. Das sind so die einzigen drei Spiele, von denen ich weiß, dass sie kommen. Ah, auch so, it's like, okay. Du lässt dir nichts sagen, nicht wahr, Lisa? Muss ich mir unbedingt mal angucken. Ich glaube, ich habe nachher nach dem Stream erstmal noch eine ganze Liste, die ich abarbeiten darf an Titeln, die ich mir noch durchsehen möchte. Warte, du warst das, ne? Ja. Dich wiederzusehen ist mir eine große Diese ganzen Freude. Spiele sagen mir nichts. Nie? Na gut, Ratchet & Clank war damals auf der PS2 ganz groß. Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es gab. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Nun, da ich Hilfe von einer weiß Fremden gar nicht genau. In diesem barbarischen Land Life is Strange ist halt so ein nichts zu danken. Wirklich. Entscheidungsspiel, so nach dem Motto, wenn du das und das tust, machst du das und das, oder du kannst dich das und das entscheiden. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. Ja, so ein, wie so ein bis morgen. Inaktiver Film. Ja. Wo du quasi die Story hast, ein bisschen durch die Gegend läufst, ein bisschen rumsuchst, ein bisschen rumguckst, größtenteils einfach nur Entscheidungen triffst. Und ich glaube, Tales of Arise, Arias, wie auch immer, ist halt so ein JRPG. Auch von einer größeren Reihe. Allerdings unabhängig voneinander. Was auch eine meiner Lieblingsreihen geworden ist mit der Zeit. Weil ich halt japanische Rollenspiele echt geil finde. Einen Tag warten, ihr wollt mich doch verkohlen. Reicht das als ein Tag? Wie wär's mit Resident Evil? Resident Evil wäre auch geil, ja. Ich habe mir jetzt gerade bei Steam Resident Evil 2 geholt. Also gut, ist schon ein bisschen länger her. So 3 Wochen, glaube ich. Ich glaube, ich besitze jetzt außer 3, 7 und 8, was dann hier bald kommt. Alle, glaube ich, mittlerweile. Also das möchte ich auch auf jeden Fall noch spielen. Ich habe bisher nur Teil 4 kurz angezockt und Teil 5 fast komplett durchgespielt. Für das Game brauchst du ja nicht mehr lange, oder? Hierfür nicht, nee. Also, wie gesagt, ich habe heute mit den DLCs angefangen, vor, sagen wir mal, 2-3 Stunden. Dann kommt noch das zweite DLC, Blood and Wine. Und ich habe halt zurzeit eine Abstimmung laufen. Das sind zurzeit halt 5 Spiele. Und hiernach wird halt Fallout New Vegas kommen, weil ich denke mal, da sind bisher die meisten Stimmen für. Ich habe hier auf, also
ne, wenn man in den Infotab halt hier reingeht, kann man dann halt an der Umfrage teilnehmen. Und ich denke mal, es wird Fallout New Vegas. Also mal gucken. Komme ich so auf Freitag Resident Evil 8. Also soll das Freitag schon kommen? Also Resident Evil 8 würde ich mir wahrscheinlich auch geben. Das hat mich echt beeindruckt, auch vom Trailer her. Und auch von der Demo. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Pass auf dich auf. Geh und... Okay. Ich muss trotzdem noch warten. Also, es ist immer noch kein Tag rum. Die sind aber ganz schön pingelig hier, was die Tage angeht. Jetzt geht es. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Ja, ich weiß. Sind die Duplikate der Schemata fertig? Ja, sie gehören mir. Genau wie mein Dank. Danke. Aber gelesen ist es aber von vorher wenig sanfter, während sie in letzter Zeit zu hart war. Echt? Also, ich habe zumindest gehört von den Leuten, die Teil 7 in VR gespielt haben, dass VR halt hart sein soll. Was ich dann nicht spielen würde, ich würde es dann halt wirklich eher normal spielen. Und ich habe, glaube ich, nur Ausschnitte bisher gesehen. Und das, was ich gesehen habe, war zwar heftig, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, zu hart. Aber ich freue mich auf 8. Und ich freue mich auch auf 7, wenn ich selber spiele. So, wo ist das? Wollen wir das schon machen? Resident Evil vorher hätte ich auch Bock drauf. Also auf der einen Seite habe ich halt kein VR und auf der anderen Seite, ich glaube, ich werd zu großer Schisser. Glaube ich halt echt Bammel. Wir brauchen noch für die Abstimmung 2 Stimmen für diese Reihe. Oh. Echt? Naja, nach Fallout würde ich dann sowieso die Risen-Reihe machen, weil das halt auf Platz 2 ist. Und halt relativ nah dran, also selbst wenn nach Fallout gerüstet. Weißt du nicht, wie lang Fallout ist? Warte, wo ist die Schnellreise? Da ist die Schnellreise. Bin einmal dran vorbeigerannt. Hallo Schnellreise, ich liebe dich. Willst du mein Matterfall werden? Ja, nein, vielleicht? Nee, nicht 76. New Vegas! Risen ist auch nicht schlecht. Risen habe ich bisher nur den ersten gespielt. Und auch das ist schon... Boah. 6-7 Jahre her, als ich Risen 1 gespielt habe. Der Hexer mit den Fäusten aus Stahl. Was gibt's Neues? Deswegen hatte ich es nämlich wieder mit auf die Liste gepackt. Auch damit ich Teil 2 und 3 mal spiele. Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja, man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgierd? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Die sind ja schon wieder so freundlich. Lass mich los! Lass mich gehen! Sei still. Wir haben gegessen, getrunken, gekämpft und ihr bringt mich um. Ich bin einer von euch. Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bier, Kumpel. Na, liegen die Nerven blank. Warum denn? Bist du taub? Raus hier, Scheißmutant! Ich will nur wissen, was hier eigentlich los ist. Das erfährst du aber nicht. Verpiss dich!
Ich gehe, sobald ihr es mir sagt. Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ein unangenehmer. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Habt ihr nicht. Lasst ihn gehen. Das ist ja kackdreist. Ich höre wohl nicht recht. Hat dir einer das Hirn mit dem Pimmel vertauscht oder was? Trag deinen Mutanten an. Hey, da diese Sprüche sind echt hart. Sonst bringe ich dich um. Versuch es nur. Los. Aber, was zum Teufel ist hier los? Geralt, spielst du jetzt den Rächer der Enterbten? Eher den Schlechter der räudigen Köter. Solange ich hier bin, schlachtest du keinen. Eine Herausforderung? Warum nicht? Gegen einen Hexer habe ich noch nicht gekämpft. Besieg mich und lass ich ihn gehen. Zurücktreten! Es geht doch in die Hose. Nun, willst du warten, bis der Regen nachlässt? Das ist mir völlig egal. Gut gesagt. Kämpfen wir. Schneid dir lieber mal dein Schnurrbart. Zeit für einen Tanz, Geralt! Schicke Attacke. Au. Bis zum bitteren Ende. Au. Jetzt das Gefühl ist stärker als der Endgegner vom Hauptspiel. Aha! Darf auch mal treffen. Nervst. Denk dir mal neue Sprüche aus. Du schlägst nicht, du wuchtelst. Wird langsam langweilig. Bis zum bitteren Ende. Er zählt mehr aus als der Endgegner. Ich glaube nicht, dass ich sterbe. Ausnahmsweise mal. Ich werde zwar von Holzbänken getötet, aber in diesem Fall werde ich wohl überleben. Sag hier. Ist deine Hexerfähigkeiten ein. Die braucht dich da nicht. Und die bösen Holzbänke, ja. Boah, das ist krank. Alter. Gut, Hexer. Hast gewonnen. Verrätst du mir, warum du dich in der fast kopflose Nick. Der kann mir doch. Blut vergießen. Verhindern. So. Der Hexer mit dem Herzen aus Gold. Geschmacklos. Oder nicht? Immerhin weißt du jetzt, dass ich nicht so schnell den Kopf verliere. Lass ihn gehen. Du kommst gut weg, Kumpel. Okay. Gott sei Dank habe ich schon gegessen. Nur den Händen von den Richten. Ja.
Ist dieses Theater wirklich nötig? Bah, Theater. Komm schon. Man muss. Wir sollten mal anfangen, ihr Haus zu löschen. Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Du bist unsterblich? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Töten kann man mich jedenfalls nicht. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall einer, der scheinbar nur im DLC vorkommt. Bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? So würde ich das nicht wandeln. Ist es nicht. Sagen wir, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Ja, das betrifft auch das echte Leben. Wenn man praktisch unverwundbar ist, geht man groteske Risiken ein und jagt extremen Eindrücken nach. Irgendwann hat man alles erlebt. Das Leben wird öde und eintönig. Der Trick ist, das durchzustehen und nach dem zu greifen, müsste eigentlich was als unter unmöglich gilt. Na, auf der normalen Infoseite sein. Also wenn du einmal komplett auf meine Kanalseite gehst. Ansonsten, warte mal. Dann einmal. Warte. Jetzt ist die Frage, ob ich es wieder auf Anhieb hinkriege. Ach Mist. Zeig leider nicht den Link an. Aber. Ja. Warte. Der Moment, wenn man mal wieder alles nebenher macht. Ja, mach ich sofort. Ja, du müsstest einfach dann nur auf mein Kanalsymbol gehen, auf Info und dann müsste irgendwo Twitch Pick stehen. Weißt du, was das ist? Dann kannst du abstimmen. Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen Verdacht. Du hast dich mit einem Gefährlichen eingelassen, Hexer. Ansonsten kann ich auch gleich noch das einmal kurz im Browser zeigen, wo das ist. Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Ich hoffe, ich konnte es dir irgendwie halbwegs verständlich erklären. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus, falls alles verbrannt ist. Wie gesagt, ansonsten kann ich es gleich nochmal per Bildschirmübertragung zeigen. Den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Stimmt. Klar doch. Nach Mitternacht. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Ach der. Unter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich drei Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions Geralt von Riva. Stimmt das? Du wusstest, dass die Kröte ein verwunschener Prinz ist? Das wusste er nicht nur, er hat ihn sogar selbst verflucht. Oh. Das hat er nicht erwähnt? Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgir liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgir entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten drei Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss. Nett. Ich glaube, der macht sich keine Freunde. Komm. Wohin? Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Oh je.
Dieser Krach zwischen dir und dem Spiegelmeister, damit will ich nichts zu tun haben. Was, du überlebst die Story nicht? Bin ich mir nicht sicher. Solche Leute überleben leider fast alles. Na, dann wirst du ihn erst wieder los, wenn ihr quitt seid. Aber keine Sorge, ich denke mir Aufgaben aus, die du nie erfüllen kannst. Könntest höchstens irre dran werden. Aber gib dein Bestes und du bist deine Schuld los. Und ich kann in Frieden leben, bis der Spiegelmeister sich einen neuen Adjutanten gesucht hat. Okay. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Du willst, glaube ich, gar nicht wissen. Lass mich nachdenken. Jungfrauen entführen. Wir haben umbringen. Kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsody. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo Ihr leben. Könntet doch einfach das Feuer löschen und alles neu aufbauen. Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine zweite Forderung. Nein, er will nur so. Ja, ich möchte auch so was vieles. Ist die dritte? Erledige erstmal diese 2. Weißt du, ich hätte auch gerne ein Pferd und eine P5 und keine Ahnung was. Gefühlt Weinkeller, kostenloses Bier. Hätte ich auch alles gerne. Wie kriege ich das? Nö. Weißt du, der möchte, dass ich ihm Haus bringe. Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Druck für mich plant. Unglaublich. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön, wir sehen uns dort. Der Bruder dürfte kein Problem sein, aber das Haus? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte, meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Inspiration? Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Ich glaube, ich habe mehr als genug Geld. Hoffe ich. Olgirds Bruder, warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Warum ist er dann ein Problem? Von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizuführers. Das kleinere Übel, Gerrit, das kleinere Schub, Übel. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufen. Wo hast du das her? Gerrit. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Könnte ich. Ich kann es kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Würde ich auch sagen, habe ich ja ganz gern. Wo finde ich dich? Viel Glück. Ja, nö, ich finde dich. In den unpassendsten Augenblicken.
Armer Schwert reparieren. 35. Machen wir das schon mal. Wo müssen wir da jetzt ganz hin? Ah, okay. Das können wir also wunderbar mit der Schnellreise machen. Und wir sehen Shani sogar noch wieder. Das ist gut. Ich mag Shani. Was macht mehr Sinn? Das hier, glaube ich. Ich glaube, wenn er lang genug Motivation steckt, wird er sicherlich sehr bescheiden und geradezu selbstlos. Dafür bei Unsterblichkeit eine gute Kerze helfen. Was meinst du? Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber schön wäre es. Die Vorstellung gefällt mir auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Aber solange er nicht zu den Glitzervampiren aus Twilight gehört, ist mir das eigentlich herzlich egal. Es war halt nur so ein bisschen eklig, weißt du? Wie bei dem fast kopflosen Nick in Harry Potter. Aber so, wuch, fast kopflos? Geht denn das? Hast du es eilig? Ja, ich hab's eilig, aber... Ich nicht wink hier. Ich glaube, die Frau kommt mit ihrer Arbeit nicht hinterher. Bah, da hat einer Ring neben gereiert. Ich mag mir den Gestank gar nicht vorstellen. Ich habe die Schleimproben analysiert und glaube, dass ich ein Gegengift herstellen kann. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Form? Danke. Solche Medaillen hat die Armee nicht. Das war nur leicht erschreckt. Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Lange Geschichte. Aber der Jumpscare macht dir Spaß, Daddel, oder? Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiler Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Die anderen sind auch so, das stimmt. Gelehrte Frauen sind also grundsätzlich... Wobei ich mich, wie gesagt, noch nicht für eine komplette Alertliste entschieden habe. Ich weiß, dass es bisher... Also es sind sehr, sehr viele. Oh ja, zu viele. Allesamt. Ich konnte mir noch nicht entscheiden, welche ich draufpacke und welche nicht. Ich würde sie nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber diese da ist anders, außergewöhnlich. So, nee, das stimmt. Du bist aber ein Glückspilzhexer. Das sie ist halt so ein ruhiges Spiel. Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu. Du stehst auf sie, oder nicht? Nein. Ich mag so eine Auswahl. Echt? Ich habe immer Angst, dass es viel zu viel ist, was ich da so habe. Aber es waren halt so die Sachen, die halt gut ankommen. Ich halt cool finde. Und was es gerade so im Angebot gab, was ich so spontan gefunden habe. Man müsste schon blind sein, um sie zu ignorieren. Viva! Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redaniens. Ja. Bei Herr der Ringe ist es echt ein bisschen sehr viel. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind... Ich glaube, da sind 4 oder 5 Seiten bei Herr der Ringe. Bei Kettwänern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wäre es genauso. Geralt, du kennst mich doch.
Abgesehen von der Sache in der Kanalisation haben wir uns zuletzt in Vysima gesehen, nicht? Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Yep. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysima verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und eine Praxis eröffnet. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Ja, typisch Radovid. Ja. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Seit die Kämpfe vorbei sind, wohne ich zu Hause und behandle in der Praxis die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz einladen. Ich fragte sie, welche sie bevorzugen würde. Haben sie keine Antwort, als hätte ich 2 von jeder Sorte gekauft. Ah, okay. Gut, bei Kuchen. Da wüsste ich gar nicht, was da so mein Favorit wäre. Shani, diesmal brauche ich deine Hilfe. Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. Hat es was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Ja, nein. Und du musst mir erzählen, was in der Kanalisation passiert ist. Wo fange ich an? Genau. Das Monster in der Kanalisation entpuppte sich als Riesenkröte. Ja, Frühstück tue ich tatsächlich in der Regel gar nicht. Aus Ophir übrigens. Aber morgens vertrage ich meistens noch gar kein Essen. Ich bin die Prinzessin von Kovir. Das ist die reine Wahrheit. Das ist meistens dann direkt draußen. Erschienen Soldaten und also ein jetzt Magier nicht. Aus Ophir. Ja, sondern ne, magentechnisch. Ein Mann namens Gaunter Odim hat mich befragt. Aber... Wer ist das? Boah. So Brunch... Brunch, wenn du etwas groß rauswahl zwischen warm und kalt, Obst und Gemüse, doch, ja, das kann ich mir auch gefallen lassen. Ich habe ihn in Weißgarten getroffen. Da behauptete er, mit Spiegeln zu handeln. Spiegel? Und du hast einen Zauberspiegel gekauft? So ähnlich, ja. Er hat mir aus der Patsche geholfen. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Das ist nicht meine Hauptsorge. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odim hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Das war mir klar. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Hm. Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien... Der Wunsch mache ich zum Frühstück lediglich noch für ein... Wie sind Sie? Wurststückchen und Petersilie. Okay. Klingt lecker. Von Eberborst, von Ästhetik. Ich bin ja ein riesiger Rührei-Fan. Ne? Ich liebe Rührei. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Wladimir. Er liegt in der Familienkrypta bei ihrem Anwesen. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss los. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Rauchfass mit. Sehr schön. So, wo müssen wir da jetzt ganz hin? Okay, aber da. Wobei, das machen wir, glaube ich, dann wirklich nächsten Mittwoch.